Herzlich willkommen zum Review des Durston X-Mid 1 Pro. Ein Disclaimer vorneweg, das Zelt wurde von meinem eigenen Geld gekauft. Ich bin nicht gesponsert von der Firma Durston oder sonst irgendetwas und ihr hört hier meine eigene unverfälschte Meinung. Das ist das Zelt, was 2023 die Outdoor-Szene gehypt hat, ja, vor allen Dingen in Amerika. Und ich will heute mit euch die Frage klären, ist es den Hype wirklich wert? Und als Spoiler schon mal vorneweg, die Antwort ist jein. Das Review wird sich wie gewohnt in drei Teile teilen. Ein Teil 1, Daten und Fakten, ein Teil 2, eigene Erfahrung vom Ruhrhöhenweg und ein Teil 3, Vergleich mit anderen Zelten und da werde ich zum Beispiel auch die Sipex-Zelte nehmen. Kommen wir zu Teil 1, Daten und Fakten. Das Durston-Zelt gibt es in drei verschiedenen Größen und in drei verschiedenen Varianten. Ich werde jetzt hier heute die Einpersonen-Variante besprechen. Es gibt einmal die Version, da heißt es nur X-Mid 1 und da wird silikonisiertes Polyester genommen als Material. Und sobald das Pro im Namen drin ist, also hier das X-Mid 1 Pro, ist zumindest die Außenhülle aus Cuban Fiber oder DCF und das gibt es dann mit dem Innenzelt mit einem silikonisierten Nylonboden oder noch mit einem Cubenboden. Ja? Also das sind die drei Varianten, über die wir hier reden. Das Durston X-Mid 1 ist dann also aus Nylon, ist ein Doppelwandzelt und wiegt 785 Gramm. Das Pro mit silikonisiertem Boden verringert das Gewicht auf 485 Gramm und mit einem Cubenboden aus DCF sinkt es dann bis auf 440. Allen drei Varianten gemeinsam ist, dass sie auf den ersten Blick eine etwas merkwürdig anmutende Geometrie haben. Ja, und zwar ist das einmal das Zelt. Wir werden zwei Stöcke brauchen. Das können Wanderstöcke sein. Ich nehme hier die nochmal höhenverstellbaren Stäbe von Durston selber. Und man braucht vier Heringe, besser allerdings sechs, um das Zelt aufzustellen. Auch die sind hier von der Firma Durston selber. Und dann schlage ich vor, bauen wir das Ganze mal auf. So, wir haben also jetzt ein möglichst gutes Viereck hier hingelegt und dann kommen die Wanderstöcke bzw. Zeltstangen, lassen sich hier variabel in der Höhe verstellen. Ich stelle sie jetzt mal, also es geht bis 1,32 Meter so ungefähr, ja. Ich stelle sie jetzt mal so auf 1,20 ein. Und jetzt geht man einfach hin. Macht die Stöcke gerade, einen nach da, einen hier vorne und öffnet jeweils die Ausgänge einfach bis oben und dann wird der Stock bis in die Spitze gesteckt. So. Andere Seite das gleiche. Und fertig ist der Aufbau. Ich nehme euch jetzt mal näher mit dran. So, und ihr seht jetzt, ne, ein schon ziemlich gut aufgebautes Durston. An den beiden Polstangen wären noch Abspannschnüre, die man bei Sturm benutzen könnte. Braucht man aber nicht. So, und jetzt der Grund, warum ist es eventuell sinnvoll, sechs Heringe zu nehmen. Damit dieser Reißverschluss hier nicht so gestresst wird, ist es günstig, diesen hier noch einmal abzuspannen, was ich jetzt eben machen werde. Das
Zelt hat hier oben auf beiden Seiten übrigens wegklettbar eine Belüftungsöffnung. Und hier merkt man jetzt deutlich, ne, dass das von Komfort her schon ein Ultraleichtzelt der zweiten Generation ist. Dieses Feature, dass man den Eingang hier zur Seite wegrollen kann, sollte ja allgemein bekannt sein. Neu ist jetzt allerdings der Verschlussmechanismus, hier nämlich mit einem Magneten. Finde ich persönlich ziemlich cool. Jetzt kommt das Innere des Zeltes zum Vorschein. Wir haben eine Möglichkeit, den Boden des Innenzeltes hier mit der Zeltstange zu verbinden. So, und dann haut auch der Boden nicht mehr ab. Wir haben hier einen L-förmigen Eingang. Und auch diesen hier kann man zur Seite rollen, um es zu öffnen. Der muss dann allerdings wieder mit einer Gummischnur verschlossen werden. So, und wenn man jetzt einen Blick ins Innere des Zeltes wirft, fallen an dieser Stelle hier Schnüre auf. Ja? Und zwar, ihr seht hier, das ist die eine Seite und normalerweise bei so Giebelzelten wäre ja jetzt gegenüberliegend die Stange. Die ist allerdings versetzt zu dieser Seite. Ja, wir legen, ich blende das mal als Skizze ein, wir liegen hier schräg zwischen den beiden Stangen. Ja, und ihr seht hier auch, dass die Liegefläche so ist, der Giebel aber so. Ja, also wir liegen hier nicht senkrecht drunter. Alle Zelte der Dursten X-Mit-Serie haben hier im Vorraum, im Vorzelt, einen sehr, sehr großen Platz. Ja, dadurch, dass der diagonal ist, auf dieser Seite ist er gar nicht vorhanden. Ne? Und nach hier wird er immer so groß, größer. Und er ist so groß, ich habe jetzt heute leider nur einen Tagesrucksack mit, auch keinen Ultraleichtrucksack oder so. Ja, ihr seht, wie der hier hinpasst. Der würde hier bestimmt noch 3 oder 4 weitere Male hinpassen. Ich kann euch sagen, von meiner Ruhrhöhenwegwanderung, hier passt auch ein ausgewachsener 60-Liter-Rucksack hin und ich denke, hier würde man auch einen 80-Liter-Rucksack hinpacken können. Gucken wir uns den Innenraum an, ne, dann fällt auf, dass hier durch diese asymmetrische Form eine Menge Platz ist. Man kommt mit einer breiten, das ist ja eine 64 cm breite Isomatte, hat man Platz drin und auf der anderen Seite, ne, diese Asymmetrie wiederholt sich, dass man dort vorne dann ebenfalls wieder eine Menge Platz für etwas anderes hätte. Was mir als Brillenträger sehr gut gefällt, ist, das Dursten hat auf beiden Seiten eine Ablage für Brillen, für Portemonnaies, für was weiß ich. Das kann man auch ein bisschen schwerer belasten als mit einer Brille. Und im Gegensatz zu eigentlich allen anderen Zelten, die ich kenne, ist das hier jetzt nicht auf Bodenniveau, sondern tatsächlich höher gelegen. Ich liege jetzt hier auf der Isomatte. Ne? Ihr seht, ich komme, ne, wenn ich es nach oben drücke, bis an die Außenwand ran. Und jetzt lege ich mich mal hin. Und ihr seht hier, ja, hier ist jede Menge Platz. So, dann setzen wir uns mal hin. Ne? Und ihr seht auch hier, ne, dort hat man Kopffreiheit zu den Seiten. Na, das wird nachher nochmal wichtig werden. Stoßt ihr hier allerdings schon ziemlich schnell an die Wand dran. Das Zelt ist jedenfalls für ein Teleskopstangenzelt sehr sturmstabil. Und das Geheimnis kommt dadurch, ja, ihr seht hier, ne, dass das aus Dreiecken aufgebaut ist. Dreiecke sind verwindungsstabil. Ja. Hier ist jetzt das nächste Dreieck, was wir haben. Und so geht das im Prinzip die ganze Zeit weiter. Das Zelt ist ziemlich weit bis nach unten runtergezogen. Ich könnte es auch noch tiefer aufbauen, dass es wirklich direkt auf dem Boden aufsitzt. Preise 2024. Es gibt einen Unterlegboden, der bedeckt allerdings nur das Innenzelt und nicht das Vorzelt. Das sind 41 Euro. Für die höhenverstellbaren Stöcke, das sind 66 Euro. Für die Version als Doppelwandzelt in Silikon-Polyester sind es 226 Euro. Für das, was ihr hier die ganze Zeit seht, also ein Q
Cuban Fiber Zelt, das X-Mit 1 Pro mit dem Sil-Nylon-Boden. Das sind 530 Euro. Und wenn der Boden auch noch aus Cuban Fiber wäre, dann steigt der Preis auf 616 Euro. Und jetzt kommt ein großes Aber. Die Preise, die ich gerade genannt habe, das sind nicht die Preise, die ihr in Europa bezahlen werdet. Der Versand plus die Zollgebühren, die schlagen richtig heftig hierbei zu Buche. Wenn ihr das von europäischen Anbietern kauft, seid ihr hier für die X-Mit 1 Pro Version anstatt 530 zum Beispiel 830 Euro los. Kommen wir zu Teil 2 des Reviews meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte das ja in der Eingangssequenz schon gesagt, ne? Hat auch dieses Zelt bei mir einen Hype ausgelöst und die Antwort war ja jein. Ja? Was ist bei mir jetzt also genau anders gelaufen als bei vielen amerikanischen YouTubern? Fangen wir mit den positiven Aspekten an. Also so ganz verkehrt liegen, ne, tut der Hype nicht. Dieses Zelt hier ist eigentlich fast durchgängig ausverkauft. Durston hat seine Produktion massiv erhöht, wird aber 2024 wohl auch erst ab Mitte des Sommers wieder liefern können. Ja? Also dieses Zelt hier findet im Moment einen rasanten Absatz. Ein weiterer Pluspunkt ist der einfache Aufbau. Ihr habt es vorhin gesehen, ich habe das Zelt einfach zu einem Viereck hingelegt, dann zu jeder dieser Eingänge die Stange reingestellt und im Prinzip fertig. Ne? Und damit die Reißverschlüsse hier etwas entlastet werden, nimmt man noch den fünften und den sechsten Hering und dann steht das Zelt schon für stärkere Winde durchaus stabil. Die Firma Durston glänzt durch Verarbeitungsqualität. Das kann man auch an diesem Zelt hier sehen. Die Ecken sind verstärkt und ich klaue das jetzt mal von einem amerikanischen Kanal. Der hatte die X-Mit, also Nix-Mit Pro Version und ich blende jetzt hier mal ein Vergleich der Verarbeitungsqualitäten der Ecken von verschiedenen Herstellern. Und dabei fällt eben deutlich auf, ja, so gute Eckenverarbeitung hat tatsächlich nur die Firma Durston. Dass man den Rucksack im Vorzelt hinstellen kann, ja, finde ich richtig, richtig cool. Dass man ein Zelt hat, was man je nach Windrichtung, ja, die eine oder die andere Seite öffnen kann. Richtig, richtig cool. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich bei meinem Sipex Triplex ebenfalls geliebt habe. Bis jetzt habe ich euch ja im Prinzip nichts erzählt, was man nicht in irgendeinem amerikanischen Video auch finden würde. Es gibt auch Videos, die sind allerdings deutlich in der Unterzahl, die auch negative Aspekte nennen. Und nachdem ich überhaupt nicht so geflasht war nach der Nacht auf dem Ruhrhöhenweg, habe ich mir dann im Nachhinein doch noch eine Menge, ich habe mittlerweile bei 15 Reviews oder so, die ich mir zu dem Zelt hier angeschaut habe. Und einige dieser Nachteile, die ich jetzt hier nenne, die werden auch von anderen genannt. Und ich steigere mich jetzt langsam von der Bedeutung, ja, fange also mit harmlosen Sachen an, bis sie nachher für mich tatsächlich entscheidend werden. Ich habe die Bodenplane und ich finde es tatsächlich sehr schade, dass die Bodenplane nicht bis in das Vorzelt geht. Ja? Das bedeutet, man muss also doch zum Ein- und Aussteigen oder vielleicht auch zum Lagern des Rucksacks dann doch wieder auf seinen Regenrock zurückgreifen. Ich hatte euch ja die beiden Belüftungsmöglichkeiten gezeigt. Wie viel die bringen, offen gestanden, keine Ahnung, schwer zu sagen. Ja, es ist so, dass ich bei meiner Übernachtung Kondensation hatte. Mit beiden geöffneten Entlüftungsmöglichkeiten. Und zwar jetzt nicht nur ein bisschen, sondern richtig heftig. Die bringen sicherlich etwas, ja, die werden aber sicherlich auch nur dann richtig etwas bringen. Und zwar bei der Version ohne Cuban Fiber, ohne DCF, weil das nämlich ein Doppelwandzelt ist. Das hier ist ja ein Einfachwandzelt. Und ich habe den Eindruck, das war auch schon bei meinem Deschutz so, ja, so wahnsinnig viel bringen tun diese Entlüftungsmöglichkeiten nicht. Das nächste, ist es ein Kritikpunkt? Ist es eher so, dass einem das vorher klar sein muss? Aber wie gesagt, das sind noch nicht die Dealbreaker, die ich hier sage. Der Platzbedarf, ja, also der Footprint von diesem Zelt hier, ist vergleichsweise hoch.
Die Einstiegshöhe in dieses Zelt. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass ich ja zuerst mein Gatewood Cape hatte, dann das Deschutz Zero und ich bin dann beim Hexamit von ZPEX gewesen und schließlich beim Altaplex gelandet. Warum beim Altaplex? Die Einstiegshöhe ist größer und hier ist man gefühlt wieder bei der Höhe des Hexamit von der Firma ZPEX. Ja? Liegt daran, dass ich vielleicht auch ein bisschen älter bin. Ich hasse das auch morgens beim Rauskrabbeln, erstmal die Knie ins Nasse reinzudrücken, ne? Oder sich alternativ, ne, den Scheibenwischer zu spielen und sich die Nässe der gesamten Nacht erstmal in den Nacken zu wischen. Jetzt kommen die Sachen, die für mich wehtun. Und die sind für mich jetzt auch nicht jeder alleine, ja, aber alle zusammen ein Dealbreaker. Und zwar, ihr seht das die ganze Zeit, ne? Ihr seht mich nämlich hier so verdeckt. Wenn ich hier rausgucke, seht ihr auch etwas, ne? Ich muss nämlich den Kopf schieflegen. Ich kann hier nicht gerade drin sitzen. Die Kopffreiheit hier in der Mitte zum Sitzen, ja, die habe ich. Ja? Und ich kann dann auch, wenn ich abends im Zelt bin, hier noch irgendwie was machen. Ne? Ich könnte zum Beispiel Blasen behandeln. Ne? Ich könnte mit dem Handy rumdaddeln oder die Tour für morgen planen. Aber ich genieße es eben eigentlich, ne, im Wald zu sitzen und rauszugucken. Hier ist für mich ein wesentlicher Teil des Waldes abgeschnitten. Setze ich mich so hin, sehe ich zwar den Wald, ja, werde aber schon nach wenigen Minuten Nackenkrampf bekommen. Aus meinen Einstockstarps ist das ja so, ne? Ich habe das jetzt hier in einem durchgefilmt, das ist noch so zusammengerollt wie am Anfang und wenn man sich hinlegt, kann man ja normalerweise super rausgucken. Also ich sehe euch jetzt nicht mehr, weil sich das hier nämlich mittlerweile wieder zusammen entrollt hat, ja, und so könnte ich jetzt rausgucken. Das ist allerdings, je weiter man nach hier kommt, auch nur noch ein sehr schmaler Winkel. Ist ja nicht so schlimm. Ich habe ja noch eine zweite Seite, wo ich mein Kopfkissen aufbauen könnte. So, jetzt kann ich tatsächlich in diese Richtung ganz gut gucken. Habe allerdings die Stange doch sehr prominent vor der Schnauze. Und durch den Eingang, diesen hier, kann ich nämlich nicht zur Seite machen und wirklich eine Panorama-Ansicht des Waldes genießen. Das Ganze ist für mich, das hört sich jetzt so harmlos an, ja, dass man nicht mehr so dieses Panorama in den Wald hat, in die Umgebung hat. Aber das sind für mich die Momente, die nach der Anstrengung des Tages, das wirklich zu genießen, die Umgebung, in der ich bin. Die nächste Sache, die mir aufgefallen ist, und zwar beim Abend und auch am nächsten Morgen. Ich hatte das auf meiner Tour ein bisschen schlechter abgespannt, als es jetzt ist. Da hing mir das nämlich noch sehr viel näher im Gesicht. Ja? Aber ich richte mich jetzt einmal auf und zack, was passiert? Ja? Ihr, mit jedem Mal, wo ihr aus dem Liegen in die Senkrechte kommt, werdet ihr hier als Scheibenwischer für das Kondenswasser am Inneren eurer Plane missbraucht. Ja, dann. Ich finde, ich bin jetzt hier in der Mitte. Ne? Ich habe hier so viel Platz neben und hier, ah, das ist schon fast dran, ja, also ganz knapp jetzt nur noch, ne? Also ich habe so ein Stück wirklichen Kopfraum, wenn ich aufstehe. Das war zum Beispiel eine Sache, die mir vorher überhaupt nicht bewusst war. So, wozu führt das Ganze denn jetzt, ja? Ich habe hier, ich mag das gar nicht, ja, dass man so eine Plane direkt in der Schnauze hängen hat. Ich habe hier keine vernünftige Aussicht und dafür fällt für mich ein wesentlicher Erholungsfaktor tatsächlich weg. Wenn das für euch kein Problem ist, ist ja alles super. Ja, dann habt ihr nämlich von den Sachen, die mir hier bei dem Zelt am meisten zugesetzt haben, keine Probleme mit. Kommen wir zu Teil 3, ein abschließendes Fazit und der Vergleich mit anderen Zelten. Vergleichen wir es als erstes mit der Firma ZPEX und da bieten sich zwei Zelte an. Letztendlich habe ich keins davon und zwar die direkten Vergleichspartner wären das Duplex und ganz neu in der Produktpalette von ZPEX ist das Offset. Ich selber habe aber das Triplex. Ja? Das heißt also, meine Erfahrung mit dem Triplex, ne, außer dass das Duplex etwas schmaler ist, sind die beiden ja ansonsten identisch.
Ich denke, der ganz große Unterschied dieser beiden ist die Windstabilität. Ja? Ihr habt im Duplex, habt ihr einfach durch diese Seitenkonstruktionen, das werdet ihr nicht so tief nach unten ziehen können. Dafür habt ihr im Duplex den Vorteil, dass das Kondenswasser auf der Innenseite runterlaufen kann und kommt dann auf ein horizontales Mückennetz. Da geht das nämlich durch. Hier läuft es euch ins Innere. Und das ist ein deutlicher Vorteil von der SIPEX-Variante. Die Offset-Variante, ja, die könnt ihr euch so vorstellen, dass das auf der einen Seite von der Zeltstange, ne, nach wie vor ein Duplex ist und die andere Zeltseite ist ein bisschen weiter nach außen gezogen. Und dann kommt noch mal ein Abgriff in der Mitte, ne, der ein bisschen mehr Kopffreiheit dort bringt. Sieht auch ganz interessant aus, braucht dann allerdings wieder einen nächsten Stock. Und irgendwie macht mich persönlich das Offset jetzt nicht so richtig an, dass ich es haben möchte. Ich bin mit meinem Triplex ja eigentlich hoch zufrieden. Ein Nachteil der SIPEX-Reihe ist allerdings, wenn ihr dort, ne, zum Beispiel, wenn ihr auf einem leicht schrägen Hang übernachtet und dann doch mit der Isomatte wieder anfangt zu Schlitten zu fahren, dann kann es euch passieren, dass ihr die Innenwanne unter dem Außentarp durchdrückt und dann läuft euch sofort das Wasser rein. Was das für ein Fiasko ist, ne, hatte ich ja in anderer Form auf meinem Mittelweg. Dort habe ich nämlich, weil ich das nicht wusste, dass mein Bonfuss Mückeninnenshelter zu lang war für das Altaplex. Ne, im Starkregen habe ich dort mit den Füßen das durchgedrückt und das hat ja eine Cuban Fiber Wanne. Ne, die ist mir dann mehrere Zentimeter hoch an der tiefsten Stelle vollgelaufen, exakt da, wo meine Powerbank lag. Ja, das ist also nichts Hypothetisches, worüber ich hier rede. Das ist bei den SIPEX-Produkten ein echtes Manko. Und ich weiß auch, dass der Dixie von Wanderlust aus Amerika das passiert ist. Beim Darwin bin ich mir nicht sicher. Dadurch, dass das Innenzelt hier durch Schnüre so ist, ja, diese Möglichkeit, das hier unter dem Außenzelt durchzudrücken, die gibt es hier nicht. Und damit hat dieses Zelt hier ein ganz, ganz großes Sicherheitsplus. Ja? Ebenso ein ganz, ganz großes Sicherheitsplus dadurch, dass es sturmstabiler ist. Es bietet sich außerdem noch an, der Vergleich innerhalb der Dursten X-Mit-Familie. Und zwar das X-Mit 1 gegen das X-Mit 1 Pro. Jetzt könnte man denken, ja, du hast ja schon alles am Anfang in den Daten und Fakten genannt. Aber man muss sich jetzt mal kurz noch mal vor Augen führen, was bedeutet das? Das X-Mit 1 ist erheblich schwerer. Dafür ist es allerdings erheblich günstiger. Der Unterschied zwischen einem Solo-Wandzelt und einem Doppelwandzelt, ja, ist, dass zwischen diesen beiden Wänden beim Doppelwand ein erhöhter Luftzug ist. Dann bringen die Belüftungen auch wieder mehr. Da muss man jetzt tatsächlich selber überlegen, wie wichtig ist einem, dass die erhöhte Sturmstabilität hier auch durch das Cuban-Material. Ist es den Preis wert? Aus meiner Sicht ja, na, obwohl der Preisunterschied schmerzhaft ist. Es ist allerdings ja für Einsteiger genauso gut möglich, sich das silikonisierte Polyesterzelt von Durston zuzulegen. Kommen wir zu einem abschließenden Fazit. Hat das Zelt einen unique selling point? Ja, und ich denke, es sind zwei. Es hat tatsächlich innerhalb des Zeltes ein sehr großes Platzangebot und das ist für mich der ausschlaggebende Punkt ist, dieses hier ist von Teleskopstöcken das sturmstabilste Zelt. Hat das Zelt eine Red Flag? Ja, leider auch. Und zwar, ich finde zwei.
Das eine ist, ne, dass jedes Einzelwandzelt hat dieses Kondensproblem. Allerdings ist das Kondensproblem durch diese Enge, die man hier bei dem Aufstehen hat, ja, so häufig habe ich noch nie an einer Wand lang gescheuert. Und das ist jetzt kein Gag, ich war in meinen ganzen Wanderungen noch nie so nass im Inneren, ja, mit dem Zen-Bivi und mit meiner Schulter wie in diesem Zelt hier. Und die zweite Red Flag ist dieses, ich habe mich jetzt hier nach draußen gesetzt, ja, und mache das hier mit meinem Nacken. Dieses hier drin bei Regen ausharren und so schräg gucken, das ist für mich ein absoluter Dealbreaker, ja. Das geht gar nicht. Und dafür geht mir ein Teil des Spaßes, den ich bei Übernachtungen draußen habe, einfach tatsächlich verloren. Jetzt war bei dem Unique Selling Point ja die Windstabilität, die Sturmstabilität ein Faktor. Und da müssen wir mal zusammen überlegen. Und zwar folgendes. Ja? Ich bin Schweden-Veteran. Ich bin früher viel über den Polarkreis unterwegs gewesen mit Zelten der Firma Hilleberg. Und zwar mit einem Keron. Und ich habe dort Stürme erlebt. Richtige Stürme. Richtig heftige, lebensbedrohliche Stürme mit bestimmt, na, das war ja noch alles vor Internet, ne, vor Handys. Ich habe mit meiner Frau zusammen einen im Sarek erlebt. Das wird Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometer gehabt haben. Ja, wir haben uns in der Nacht im Zelt hinsetzen müssen, damit unser Rücken, die Zeltstange, das ist ja ein Tunnelzelt, ja, damit die nach außen gedrückt werden und nicht kaputt gehen. Ich bin im 10-Minuten-Takt diese Nacht immer wieder nach draußen gegangen, habe, denke ich, bis zu 50 Kilogramm schwere Steine immer wieder zurück auf die Heringe gerollt, weil die sich immer wieder losgerissen haben. Ja, so eine Nacht werdet ihr mit diesem Zelt hier nicht überleben. Ja, das ist allgemein, ich würde wirklich, ja, wenn man wirklich heftige Stürme erwartet, ne, dann werden alle Teleskop-Stockzelte, Stangenzelte, werden die Grätsche machen. Dann werdet ihr ein Tunnelzelt oder ein Geodät brauchen. Ja, das sollte man immer im Hinterkopf haben, ne, dass die Sturmstabilität, das ist das stabilste Zelt für Stürme, für Teleskopstangen. Und diese Einschränkung sollte man im Hinterkopf haben. Wenn man jetzt allerdings, ne, ultraleicht in eine Gegend will, bei der Stürme passieren können, ja, ich spreche jetzt allerdings, ne, von zwei Stürmen innerhalb von, naja, vielleicht 4 Monaten oder so, die wir über dem Polarkreis waren. Ne? Das ist jetzt auch nicht täglich, dass das da passiert. Und ich denke jetzt so, wenn man ins Fjell will, wenn man ins schottische Hochland will, in die Highlands, ganz ehrlich, ich glaube, dann ist das Durston aus Sicherheitsgründen eigentlich ein Pflichtkauf. Ja, dann wird man eben vom Komfort zurückstecken müssen, ja, dass man beim Zelt, wenn es regnet, ne, entweder den Kopf schief machen muss, ne, oder sich mit einer geringeren Aussicht zufrieden gibt, weil bei gutem Wetter kann ich mich ja auch so hier hinsetzen. Ne, also ich denke, bei den Teilen ist das hier wirklich zu überlegen, ob man das macht. Dann, das ist jetzt so ein Deutschlandproblem, sag ich mal. Ja. Wenn ich in Amerika wäre, dann würde ich hier denken, dass es die Zipex-Zelte eigentlich im Regelfall schlägt. Allerdings nicht die Ein-Tracking-Pole planen, ja. Wie zum Beispiel mein Altaplex, wie zum Beispiel mein Bonfus. Für Deutschland, aber nochmal speziell das, Zelten ist in Deutschland verboten. Das hier ist ein Zelt, ja? No way. Das ist auch keine Grauzone mehr, ja? Das hier ist ein Zelt. Muss man im Hinterkopf haben.
Ob jetzt mein Altaplex oder mein Bonfus Midus als Zelt durchgeht, na, das könnte vor einem Richter eventuell nochmal spannend werden. Ne? Man hat allerdings eine Chance, weil das aus meiner Sicht noch in der Grauzone drin sind, weil das ja geformte Tarps sind. Ja? Zu sehr verlassen sollte man sich darauf allerdings auch nicht. Für Deutschland, ja, ist das nämlich so, dass ich werde bei meinem Bonfus Midus bleiben. Und ich hatte mir damals das Siepex Triplex eigentlich gekauft, um mit meiner Tochter ins Fjell zu gehen. Und das hat dieses Review und meine Erfahrung hier mit dem Dursten X-Mid 1 Pro jetzt schon gezeigt. Ich werde mein Triplex verkaufen. Wir haben damals die Tour gar nicht gemacht ins Fjell. Das ist wegen diversen Gründen, die ich jetzt hier nicht ausführen möchte, schiefgelaufen. Wir haben aber in Brandenburg die 66 Seenwanderung zusammen angefangen. In Brandenburg ist ja Zelten tatsächlich eine Nacht, ne? Ziemlich ähnlich wie das Jedermannsrecht, tatsächlich legal. Ja, also in Brandenburg könnt ihr mit dem Ding hier rumlaufen. Jetzt wieder Achtung, ne? Es gibt um die Seenplatte rum, wird das kontrolliert, weil da gibt es viele Naturcampingplätze, ausgewiesene Campingplätze. Da ist dann direkt am Ufer das Zelten nämlich doch wieder eingeschränkt. Ja, Deutschland ist ein kompliziertes Land. Für Deutschland bleibe ich bei geformten Tarps. Wenn ich alleine unterwegs bin, ja, würde ich auch, was mich immer noch reizen würde, ist, weil es so einfach aufzustellen ist, ist das Altaplex selber. Nicht das Altaplex Tarp, was ich habe, ne, sondern das Altaplex. Das ist ja auch schon ein Einstockzelt, weil da das Innenzelt eingehängt ist. Da begeistert mich einfach diese Einfachheit des Aufstellens. Ne, einfach zack, abspannen, ein Stock in die Mitte, fertig. Ne. Kein Einhängen mehr vom Innenzelt. Wenn ich Deutschland verlasse, werde ich für die Zukunft allerdings nicht das 1 Pro, sondern ich werde mir das 2 Pro oder das 2 Plus Pro kaufen. Das 2 Plus Pro hat nochmal, ich weiß gar nicht, wie viele Zentimeter das sind, ja, irgendwie so ein Stück oder so, ist das nochmal breiter als zwei breite Isomatten nebeneinander. Und ganz ehrlich, die sind alle so dermaßen leicht, ja. Das Duplex ist aus meiner Sicht ja auch eher eine Einpersonenzelt, ne, zur Not auch mal zur zweit. Deswegen habe ich das Triplex gekauft. Für zweit, ja, zu zweit ist das ein Palast, das Triplex. Absolut Spitzenklasse. Ne, und so ähnlich würde ich das hier bei den Dursten X-Mids Pros ebenfalls halten. Da kommt es jetzt, weil das sowieso alles sehr seltene Sachen sind und ich, wenn auch eher alleine mittlerweile unterwegs bin, da wird es wahrscheinlich darauf ankommen, was ich zuerst in die Hände bekomme. Ich hoffe, ihr könnt meine Zerrissenheit, die ich mit diesem Zelt hier habe, verstehen. Ja? Diese Kopffreiheit, ne? Das hat mich auch jetzt hier beim Review schon wieder echt kirre gemacht. Das hier wird auf jeden Fall gehen. Schreibt ihr selber mal in die Kommentare, ja, ob ihr zum Beispiel auch ein X-Mid habt. Na, ich finde bei den X-Miden, man muss auch immer so ein bisschen aufpassen, dass man, die sind alle sehr, sehr teuer, ne, und man neigt dann schnell dazu, ne, irgendwelche Schwachstellen sich eher klein zu reden. Ach, das ist ja alles nicht so schlimm. Ne? Das ist in Anführungsstrichen mein Vorteil. Ich habe da im Moment, ich bin da schmerzfrei. Ja? Ich habe das Triplex zu Hause, ich habe das hier zu Hause. Ich habe das Altaplex zu Hause, ich habe das Bonfus Midus zu Hause, ich habe noch das Hexamid zu Hause, ich habe sogar noch zwei Cuban Tarps zu Hause und ich gehe da im Moment durch meine Ausrüstung wie mit der Axt durch den Wald, ja, und verkaufe einfach das, was Schwachstellen hat und sich für mich nicht bewährt. Wenn ihr, ne, so ein Zelt als Schnapper irgendwo gebraucht bekommt, ne, klar, es ist alles eine Frage des Preises. Für mich allerdings nicht. Ne? Ich werde das Triplex verkaufen, um mir, wie gesagt, das X-Mid 2 oder 2 Plus Pro zu kaufen. Hat mich gefreut, wer bis jetzt dran geblieben ist. Bis zum nächsten Mal. Euer Felix.